Ja, liebe Gartenfreunde, und dieser Effekt, den du hier siehst, dass das Wasser nicht in den ausgetrockneten Boden eindringt, das ist die sogenannte Benetzungshemmung und die stellt eine reale Gefahr für deinen Garten dar. Denn wenn jetzt starke Regenfälle auf die Erde treffen, dann wird die humusführende Schicht in deinem Garten einfach weggewaschen. Im schlimmsten Fall ist dein Gartenland damit ruiniert. Was du dagegen tun kannst, das erfährst du in diesem Video. Los geht's! Und seit ich das Intro gedreht habe, sind 6 Minuten und 15 Sekunden vergangen. Ich hoffe, ihr seht das. Und wir sehen, die Wassersäule steht immer noch auf dem ausgetrockneten Boden. Und das Wasser dringt einfach nicht in die Erde ein. Und das ist diese sogenannte Benetzungshemmung. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, das ist ein Riesenproblem für die Natur. Und gerade wenn jetzt Starkregenereignisse kommen, dann könnt ihr euch vorstellen, dann verwandelt sich das hier alles in einen Fluss, in einen kleinen Teich. Und die humusführende Schicht wird einfach weggeschwemmt. Wie diese Benetzungshemmung entsteht, das erzähle ich dir jetzt. Wir nehmen hier einfach mal eine gute Handvoll Erde und schauen so, was wir da drinnen alles finden. Wenn wir hier einfach mal reinschauen, entdecken wir hier auch viele Pflanzenreste drinne, organische Restmaterialien. Dort liegt des Rätsels Lösung. Durch diese große Hitze, durch diese Sonneneinstrahlung werden hier Fette und Wachse herausgelöst und diese Fette und Wachse, die legen sich auf die mineralischen Bestandteile der Erde und versiegeln diese. Und wenn das alles versiegelt ist, ja, dann kann hier Wasser draufkommen, aber das kann einfach nicht in die Erde eindringen. Und was ihr dennoch tun könnt, wenn ein Regenschauer im Anmarsch ist, das verrate ich euch jetzt. Und wir gehen jetzt einfach mal von folgendem Szenario aus. Also es ist vielleicht ein Sonntagnachmittag, Gewitter sind angesagt und du siehst in der Ferne diese dunkle Wand, die auf deinen Garten oder auf dein Grundstück zurollt und du weißt genau, okay, da kommt wahrscheinlich ein starker Regenfall. Das ist jetzt kein Landregen, sondern da wird es vielleicht 30 Minuten einfach mal 10 Liter runterhauen und du möchtest natürlich, dass deine Pflanzen von diesen 10 Litern auch so viel wie nur möglich abbekommen und du möchtest natürlich auch verhindern, dass durch Starkregen deine Humusschicht im Garten weggewaschen wird. Logisch. Was kann man jetzt tun? Und der Trick ist eigentlich relativ einfach und das ist eigentlich das, was auch die Natur anwendet. Du hast das vielleicht mal beobachtet, wenn so ein Landregen kommt, wo es dann vielleicht mal ein, zwei Tage schön langsam vor sich hin regnet. Am Anfang nieselt das erstmal eine Stunde. Da denkt man so, naja, viel ist es ja nicht, aber besser als nichts. Und durch dieses leichte Nieseln wird die Erde erstmal leicht angefeuchtet. Das bedeutet, diese Fettschicht und diese Wachsschichten werden langsam weggewaschen. Der Boden wird aufnahmebereit gemacht. Und wenn die Erde erst einmal aufnahmefähig gemacht worden ist, dadurch, dass sie so langsam vorbereitet wird, dann kann über viele, viele, viele Stunden das Wasser tief ins Erdreich einsickern und unsere Pflanzen, die profitieren davon und diese Gefahr, dass unsere humusführende Schicht weggeschwemmt wird, ist nicht vorhanden. Also müssen wir was machen? Wir müssen den Garten vor dem Regen gießen, damit der Boden aufnahmebereit gemacht wird. Und man kann, glaube ich, auch gut erkennen, wie das Wasser hier auf der Erde steht, wie das einfach wegfließt. Das Wasser sickert nicht gleich ein, sondern das steht jetzt hier erstmal auf der Erde und nach wird der Boden aufnahmebereit gemacht. Und um zu prüfen, ob diese Benetzungshemmung jetzt hier auf diesem nassen, vorangefeuchteten Boden immer noch vorherrscht, machen wir unseren Glastest. Und bevor ich das mache, nochmal so eine kleine Erklärung. Also fangt jetzt bitte nicht an, im November irgendwie soll regnen und rennt jetzt im Garten draußen rum und gießt den Garten, weil ihr sagt, ja, Robert hat gesagt, ihr müsst vor dem Regen den Garten gießen. Also ihr sollt vor dem Regen nur den Garten gießen, wenn eine große Trockenheit vorherrscht. Ich glaube, das hatte doch Sascha von Self Bio jetzt auch mal in irgendeinem Beitrag, dass wenn ihr eure Pflanzen jetzt bei dieser großen Trockenheit gießt, dass ihr wirklich immer schön schluckweise gießen müsst. Früh ein bisschen, dann wieder ein bisschen und dann vielleicht abends noch mal ein bisschen. Immer ein kleines bisschen und nicht alles auf einmal, weil das fließt sonst von den Pflanzen einfach so weg und kommt nicht dort an, wo es hin soll, nämlich an das Wurzelwerk der Pflanzen. So, los geht's, Leute. Abracadabra und so. Und wir schauen mal auf die Stoppuhr. 33 Sekunden sind vergangen und wir schauen auf das Glas. Ja, Wasser ist immer noch drin. Also das fließt jetzt natürlich hier auch nicht einfach so rein. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie lange es dauert, bis dieses Glas leer ist. Kleines Update, 3 Minuten 14 und hier ist auf jeden Fall schon mehr Action drin. Also hier sieht man es blubbern. Also das, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe mal auf der Kamera. Also das Wasser, der Wasserstand ist schon geringer geworden. Das war vorher hier. Also das Wasser dringt jetzt schon viel leichter in den Boden ein, wenn man das zuvor vergleicht zu der anderen Stelle, die total trocken war.
Ja, und ich glaube, der Effekt ist wirklich ganz deutlich zu erkennen. Wir schauen einfach mal, ach, wunderbar, die Blume hier, und 7 Minuten und 5 Sekunden. Und ich glaube, das ist wirklich einwandfrei zu erkennen, wie schnell das Wasser in den vorangefeuchteten Boden eindringt. Und wir schauen mal rüber an unser anderes Glas. Das steht jetzt bestimmt schon 50 Minuten hier. Hier fängt es jetzt auch leicht an zu blubbern, aber hier steht das Wasser nach 50 Minuten immer noch drin. Also Leute, ich sag mal so, ihr wisst, was tun ist, wenn eine große Trockenheit in eurem Garten vorherrscht und vielleicht ein Starkregen im Anmarsch ist oder ein Gewitterschauer und ihr das Wasser zur Verfügung habt, dann einfach nochmal den Garten durchnässen. Und in diesem Video zeige ich dir nochmal, wie du deine Tomatenernte um das 7-fache steigern kannst. Schau dir das gerne an und klick jetzt hier. Bis bald, danke für deine Zeit, euer Robert von Outdoorando. Ciao.